Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Anibal B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ja, wir sind im Ladebildschirm, weil ich immer jetzt die Aufnahme hier starte, während wir hier reingeportet werden in ja, der Weltkarte in Canton City, weil ich nicht weiß, ob irgendwie was offscreen oder so passiert oder so. Event läuft, okay. Was ist das? Nachrichtentafel, okay. Wieder hier so Dingens hier, so ein Turnier oder so, interessiert mich irgendwie nicht so. Plünderquest, was? Ja, 25% mehr XP, ich habe doch. Aber beim 4. Januar haben wir morgen. Okay, jetzt haben wir. Was ist das hier? Wie ist das Belagerungsevent? Ja, bestens, ja, super. Kann man aber nicht an Dingens hier teilnehmen oder was? Ja, wie kann man ja an sowas teilnehmen überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Muss man an Online-Dingens gehen oder was? Expertenmission suche, Raumerstellung. Keine Ahnung, ist wirklich auch nicht so. Was weiß ich. Geht nicht, oder? Sehe mich auch nicht so. Ah ja, was wir heute machen wollen. wir machen mal bei Freezers Dingens hier weiter. Wo ist das hier? Aber irgendwie weiß ich nicht. Bei Freezer hier weiter mal in seiner sein Raumschiff und so. Freezer Orbiter, genau. Jetzt wir langsam auch mal weitermachen. Einen Moment, habe ich überhaupt alles richtige Fähigkeiten? Energie, Dings, das habe ich mir mal ausgerüstet. Das habe ich mir mal ausgerüstet. Ich habe ein paar Sachen ja gemacht und Super Vegeta habe ich ausgerüstet, weil mir ausgehen ein bisschen mehr bringt. Aber ich will Super Saiyajin sein. Das fühlt sich irgendwie komisch an. Explosionsstoß, Energiewellen-Kombo, ja, das ist alles richtig. Aber wir gehen in Freezers Orbiter rein. Müssen wir uns natürlich auch richtig anziehen. Und zwar, wenn ich vielleicht alles vorher machen sollen, tun wir einen Ginyo Kommandoanzug anziehen, okay? Die Effekte werden ja ausgeschaltet wegen der Superseele, die ich ausgerüstet habe, oder den CC-Knall, oder wie auch immer das heißt. Kuckuck-Knall. Ja, dann ziehen wir uns natürlich perfekt an hier für Freezers Lakaien. Sie haben genauso aus wie Ginyo Sonderkommando. Geil, war. Machen wir nur noch eine Ginyo Pose. Oh, Bike. Okay. Einer. Auch schon lange weiter gemacht. Okay, jetzt, falls euch der Part gefällt, könnt ihr mal ein Like, einen Kommentar, ein Abo oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wäre sehr toll von euch. Und ja, auch beim großen Saiyaman haben wir noch gar keine Mission gemacht. Können wir vielleicht auch mal machen. Hier liegen wir auch schon ein bisschen weit zurück. Ich glaube, bei Freezer müssen wir weitermachen. Ne? Was geht, na? Okay. Okay. Warum kann ich hier nicht fliegen, Mann? Freezer! Freezer! Oh ja? Beeindruckend, nicht jeder vermag das Ginyo-Kommando zu besiegen. Dich muss man offenbar ernst nehmen. Selbst auch von direkt unter mir direkt unterstellt zu sein. Viele in der Freezer-Armee würden für diesen Posten sterben, glaub mir. Sagst du, dieses Angebot kannst du doch nicht ablehnen, oder? Ja. Ja, ich tue es ablehnen. Aber glaub mir, ich bin auch sehr erfreut, dich unter meine Fittiche zu nehmen. Jetzt arbeitest du für mich, meine Wort zählt. Ich erwarte vollkommen neue Deität. Ich freue mich auf, mit dir zu arbeiten. Wir werden uns bald wieder enthalten. Oh ja? Ja, zum Beispiel. Okay. Es ist Zeit für deinen ersten Auftrag als mein neuer Untergebener. Es ist Zeit für deinen ersten Auftrag als mein neuer Untergebener. Ich mag es, mich zu wiederholen.
Ach, du könntest mir helfen, meinen Bruder Cooler loszuwerden. Höchste Zeit, dass er in seinen Schrank gewesen wird. Wir sollen sofort starten. Bist du bereit? Ja. Cooler wird mich sicher aufsuchen. Deine Aufgabe ist, ihn abzuwehren und aufzuhalten. Eine simple Sache, oder? Ja, das ist vor allem, da die Mission schon lange hätte erledigt werden sollen, müsste ich den eigentlich voll wegfegen jetzt. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bei Freezers Orbiter bin, so 48% irgendwie sowas, keine Ahnung. Da steht immer noch Rang Zaborn, glaube ich. Hi, was geht? Wie seid ihr denn alle? Boah, boah, boah. Übrigens habe ich die ganze Zeit meine vierfache Kaioken-Kamehameha falsch eingesetzt. Auch gut, ne? Nämlich, guck mal jemand her. Irgendwie werde ich schon treffen. Da muss man zweimal drücken, dann kann man nämlich das hier machen. Boah. Kostet zwar mehr, aber wenn man den Gegner mit trifft. Habe ich schon die ganze Zeit gewonnen, warum das Kamehameha so wenig abzieht. Alter. Aber sind die Gegner auch gar nicht so schwer, Mann. Und dann habe ich noch das Sturm-Kamehameha. Weil ich sich auch so ähnlich einsetzen kann, wenn ich zweimal den Knopf drücke. Jetzt kann ich zwar nicht mal aufladen, aber was soll's. Alter, warum ist das so schwer? Ihr dürftet nicht so schwer sein, ihr. War ja voll schwach, oder? Ja, du machst gar nichts, ne? Oder was? Ja, da muss ich aber extra Kira so reinballern, ne? Also vorher schon da. Dann habe ich noch eine andere Ultimate reingepackt, die ich mir von den Dragon Balls gewünscht habe. Und die sieht so aus. Super Stromschlag. Wenn ich damit treffen würde, wäre noch geiler. Boah, guck dir mal an. Warum haust du ab? Komm her. Das ist eine Attacke, glaube ich, von Super Saiyan Gott. Super Saiyan Son Goku, ne? Ich glaube, da habe ich den bekommen. Irgendwie so muss ich den siegen. Leute. Du steckst in Schwierigkeiten, aber ich schaff's halt schon, du bist Frieda. Warum kommt denn so eine sportliche Musik? Da passt irgendwie nicht so. So. Vielleicht früher machen sollen, auf den losgehen. Aber ich habe so ein Gefühl, man muss alle besiegen, ne? Ach ja, ich habe Pan als Meisterin. Oh, Kampfanzug, was? Jetzt habe ich einen färbbaren Kampfanzug. Maha. Leck mich doch. Wollte ich früher haben. Aber Pan kann ich ja nicht aufleveln, weil ich sie ja nicht als Charakter habe. Das ist ein bisschen doof. Sehr gut, wie du Cooler besiegt hast. Ich habe es immer gewusst. Du und ich, wir sind ein traumhaftes Team. Und ein unaufhaltsames Team eben. Ja, du hast heute hervorragend gekämpft. Ruh dich jetzt aus und bereite dich auf die nächste Mal vor, solange du noch Zeit hast. Okay. Das war mein Gino-Dingens. Okay, cool. Hätte ich natürlich ein bisschen eher bekommen. Wollte ich ein bisschen eher haben. Nee, das hier. Kampfanzug, Gino. Gino, komm mal, was? Ist auch nicht. Egal. Warum ist die Musik so komisch hier? Wenn mal so Sachen haben, die Zeitpatrouillen Farben haben. Ja, so. Handfarbe. Dann hier das.
bisschen komisch aus. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Was soll's? Oh, Neues. warte. Ich will noch meinen Thumbnail für diesen Part. So das Gefühl. Oh ja. Gutes Timing. Ich habe etwas, das ich dir geben will. Ich verliere doch nicht. Ihr nutzt jetzt zwei. Ich hätte es dir nicht geben müssen. Warte, okay. Wir sind bei 63%. Ich weiß nicht, was ich bei Capsule Corporation da machen muss. Wir haben mit jedem gesprochen. Irgendwie ist da nichts mehr zu erledigen. Macht denn der hier? Nee, falls du mich so beschämen würdest. Ich weiß, es war mal ein großer Fehler, dich nicht zu meinen Verbündeten zu machen. Die Musik hört sich voll Final Fantasy 7 mäßig an. Wie an Junon oder so, erinnert mich das hier. Na Gott, ja, auch zu den Leuten, die sagen, Final Fantasy 7 ist der beste Teil, obwohl sie keinen anderen gespielt haben. Boah, das hasse ich. Ja, hallo, ich will ja weitermachen, geht aber nicht. Was zum Teufel? Boah, jetzt habe ich mich so schön irgendwie eingekleidet und so. Dann geht natürlich nichts. Oh. Weiß ich noch nicht, verliere oder nicht. Keine Ahnung. Gut, dann machen wir was anderes. Da habe ich mich echt passend angezogen und so, ne? Und jetzt geht es nicht weiter. Jetzt war ich froh, dass ich hier endlich so einen echten Freund gefunden habe. Draußen irgendwas. Wartet hier irgendjemand? Keine Ahnung. Dann machen wir ein paar Meister platt. Ich habe nämlich ein paar Meister wieder aufgelevelt. Wir holen uns ein paar neue Meister erstmal. Wir haben noch nicht Jaco und so. Wo bin ich? Da. Jaco ist noch irgendwo da unten. Sollten wir auch mal anfangen, damit ich den trainieren kann. Das war sehr blöd gekleidet gerade. Hey du, ich habe mich irgendwie verlaufen. Warte, vergiss es. Wie heißt der Planet? Konton? Boah, was für ein blöder Name. Ich bin, naja, ich bin super Elite Bewahrer der galaktischen Friedens. Jaco von der Galaxis-Patrouille. Ja, du scheinst nicht sonderlich beeindruckt. Stehe ich denn, was? Steht ihr nicht auf sowas? Aber Konton, merkwürdig, noch nie davon gehört. Warum ich hier bin? Es gibt eigentlich keinen tieferen Grund, nur eine kleine Notlandung. Ich werde bestimmt bald gerettet. Ein super Elite-Typ wie ich kennt keinen Selbstmitleid, oder? Und ein super Elite hat immer was zu tun, ganz egal, was eins die Lage ist. Darum will ich hier in der nächsten Zeit für die Galaxis-Patrouille werben. Hier zu treffen muss Schicksal sein. Willst du unter mir als Kadett der Galaxis-Patrouille dienen? Wenn ich sehe, dass du Talent hast, zeige ich dir auch die kurzen Super-Elite-Techniken. Also, wie sieht's aus? Willst du die Kadettenprüfung wagen? Ja, vielleicht kann ich ja dann bei Freezer weitermachen. Heldenpose, geil, was bringt mir das? Geh in Pose, auf dass dein Gegner vor Scham irgendwie stirbt. Also passen, dass ich die Klamotten an habe. Mit die Attribute deines Charakters. Ich verarsche. Warum hast du so viel AP? Du sollst nicht so viel AP haben, ja, aber jetzt auch nichts aus. Bah. Mit der Heldenpose finishen oder was? Welche Charakter mag ich nicht, ey, die so voll selbstgefällig sind, ey. Ja, wie sehr bist du es doch wirklich? Du hast mal im Boden mit mir aufgewischt, aber ja, du bist voll krass.
Ja, bei Zelle muss ich auch noch anfangen. Den habe ich noch nicht die erste Dingens gemacht. Ja, ich kann wieder Steinchen suchen. Ja, du bist besser als ich dachte. Sehr gut. Ich habe mir da gleich dich als tauglich. Bis jetzt offiziell ein Kadett der Galaxis-Portal. Ich werde dich trainieren, bis deine Ohren blau werden. Ein super Elite-Training ist perfekt als. Es ist super Elite perfekt. Hab keine Angst, ich führe dich. Jawohl. Na, dann sei mein Meister. Ja, red mit mir. Ja, den gewissen Sajin, okay. Du sagst was zu meiner Ginyo-Klamotte. Warum gehe ich eigentlich nur zu Fuß? Warum fliege ich eigentlich dahin? Oh, ist er nochmal Pilzwüste, ne? Im Pilzkönigreich hier, da. Makamoto, bist du hier? Okay. Den haben wir noch nicht angefangen, das ist ein bisschen doof. Das Gesicht kenne ich. Die gleichen Sachen, die wir auch im ersten Teil lernen. Weil dann überlege ich mir, ob ich die irgendwie ausgippe, die Leute. Ja, Freezer weitermachen, hallo? Ich habe mir vorgenommen, mal Freezer weiterzumachen, dann geht es auf einmal nicht weiter. Das ist eine Ausweichfähigkeit, ne? Ja, die ist, ja, das ist ein Angriff, den man auch in der Dings einsetzen kann. Boah. War ja schon wieder so ein Angriff, mit dem ich nichts treffe. Die sind mir ja am liebsten. Boah, lass mich doch einmal treffen, damit ich wenigstens sehe, wie viel das abzieht. Ja, jetzt kann ich natürlich nicht sehen. Boah. Oh, geil. Dass ich dann auch was, dass ich dann auch wie ein Auto klingen kann. Wegen Code Gears. Wie ist er noch mal Charles, wenn er gesprochen hat, oder die Katze aus Asomanga Dayo. Oh, I wish I were a bird. Aus Freezers Orbiter gerufen, ha, okay. Leckt mich. Ups, das habe ich jetzt übersprungen. ja. Reaper. Okay. Wo ist der Teleport-Dingen? Mein Herr und Meister ruft mich. Wo ist er? Ist der Teleport-Ding da? Ist der Teleport-Ding? Ich möchte Freezers Orbiter. Der tritt mir in den Hintern, wenn ich nicht früh genug auftauche. Dann gibt es noch Milch und Kekse als Frühstück. Oh. Zur Strafe. Aber so ein paar 0815 Leute hier getroffen, mit denen ich sprechen muss. Werde ich vielleicht auch mal irgendwann in diesen oder nächsten Part machen. Und war da mal weiter rum. Raspberry. Navel. Ramon. Robberry. Freezer. Ich meine Meister Freezer. Herr Freezer. Oh, yeah. Ausgezeichnetes Timing. Ich will, dass du heute mit mir zusammen trainierst. Denn siehst du, ich glaube, ich habe mein maximales Potenzial noch lange nicht erreicht. Stärker zu werden, muss ich mir selbst alles abverlangen und mir mit Gegnern kämpfen, die mich an den Abgrund des Todes bringen. Ich denke, dass du als stellvertretender Anführer der Freezer-Armee wärst der ideale Gegner für mich. Das höre ich gerne. Kämpfe, als wolltest du mich töten. Weniger akzeptiere ich nicht. Okay. Aber dann sind sie doch tot. Menschen sterben doch, wenn man sie tötet. Boah, wir. Hi, aus was war nochmal Fate? Aus Fate Stay Night? Was weiß ich, wie er ausgesprochen hat? Fate / Stay Night. So ein Idiot, der gesagt hat, aber Leute sterben doch, wenn sie tot sind. Genius. Oh. Dann stellt sich aus, durch uns bekommt er seine Goldform oder was? Oh! Er zieht auch viel ab. Ei, oh, buff, sehr gut. Schade, ich dachte, durch uns tut er seine Goldform entdecken. Hey, wo ist mein Scout? Haben wir gerade.
Hat mein Scouter nicht an? Nein. Nein. Sag mir nicht, ich muss schon wieder irgendeine blöde Quest machen. Und dann wieder werde ich gerufen. Und dann finde ich da ein bisschen dämliche. Hallo, na? Das war ein guter Kampf. Dank dir bin ich jetzt stärker als je zuvor. Was? Boah. Okay. Und dann noch bis zur Goldform geht das, oder wie? Wenn er wieder nichts machen, ne? Hallo. Er ist jetzt in seiner finalen Form. Wie sich alles ändert auf einmal. Ja, dann machen wir noch irgendwie einen Kampf bei irgendeinem Meister. Oder irgendwie sowas. Gibt es noch irgendwelche neuen Meister hier? Nee, ne? Ausgang, lass mich raus. Boah. Ich will Freezer, ich will mit Freezer alles erledigen in diesem Part. Und ich wahr sein. Ja. Okay. Aber noch irgendeine blöde Quest oder irgendein Kampf. Ja, Majibu, komm her. Irgendwas bei dir. Ruf. Bring mir irgendwas bei. Ja, Lektion 2, was weiß ich, ist mir egal. Mach einfach. Wenn wir Freezer weiterkommen, da muss ich erst dich fertig machen. Mann, also dämlich. Okay. Aber lerne ich überhaupt? Warum bist du so klein? Wütender Treffer. Ihr seid ihr klein, ja. Oder? Ja. Ja, wenn ich damit treffen würde, ist wieder geil, ne? Ich wieder so ein. Hey, ich bekomme nur zu Sachen. Ich muss ja auch damit erledigen. Ja, ich treffe damit nicht. Geil. Also, boah. Das ist natürlich wieder ein richtig... Natürlich wieder richtig dämlich gemacht. Boah. Was ich treffe. Boah, aber das ist doch nicht wahr. Ja, boah, tut doch nicht so nutzlose Sachen ja mir beibringen. Hi. Ja, komm, tipp. Ja, das ist auch kacke, ey. Ey. Ey, was ist das für ein Scheiß? Hör auf damit. Lass dich. Boah. Geiler Angriff, ey. Damit werde ich voll viele Gegner mit töten in der Zukunft. Boah. Und ich muss halt auch noch hier schaffen, ne? Und lass mich einfach machen, ey. Ey, was soll ich denn damit treffen, ey? Ich treffe damit nie im Leben. Damit muss ich jeden einzelnen von denen erledigen, ne? Boah. Ja, danach kommt noch mehr. Wir wollen alle Richtungen, ob sich da irgendwas tut. Das ist ein echt beschissener Angriff, ey. Ja, aber er trifft mich, damit ist klar. Alles gut, lass mich. Aber ich habe jetzt keinen Nerv für so was. Der ist aber auch ein Scheiß angekommen. Bringt er mir so einen Scheiß bei? Soll ich ihn damit reißen können? Also echt ein Gegner. Oh.
Ey, damit triffst du gar nichts. Boah. Der muss ja richtig gut abtimen und Glück haben, wie blöde. Das hat sich verkackt, noch mal treffen, ey. Der lässt sich immer bewegen, wenn er sich. Der muss sich nur einen Schritt bewegen und ich treffe den nicht. Wow, danke. Ja, das ist ja echt der beschissenste Angriff, den ich je gesehen habe. Hey. Wütender Treffer, beschissener Treffer, ey. Ich da der beschissenste Angriff, den ich je gesehen habe. Da werde ich von Freezer gerufen, bitte sag ja. Ja, boah, viel stark, bla 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 bla, kein Problem, so. Mach mal bei dir jetzt weiter. Jetzt Bu denkt sich aus, was wir heute machen. Er sagt, er hat und freut seinem Bu müssen viel über Bu sagen, aber reden ist langweilig und Bu nicht sehr gut darin. Wie viele Sachen über Bu weiß, meinst du? Meinst du, wir sind gut Freunde? Warte mal, ist normales. Ich habe gar keine Gespräche und so freischalten, weil ich kein Trainer ist. Das lecker, bla bla. Oder ein Trainer, also jeden Tag mit Bo spielen müssen. Vor allem die Reinkarnation von ihnen heißt doch Up. Warum heißt er da nicht Bu? Bu ist so glücklich, weil du mit ihm spielen, selbst wenn Mr. Satan nicht spielen. Aber Bu nicht denken, du gut anstrengen. Los, du das schaffen. Knuddeliger Dämon. Nur stärker als Bu gedacht hat. Dir machen viel mehr Spaß als mit Mr. Satan. Bu mögen dich am meisten, neben Mr. Satan natürlich. Bu gerne mit dir spielen, Bu wollen jeden Tag mit dir spielen. Bitte noch stärker werden, dann wir können noch mehr Spaß haben. Bu dich genauso mögen viel wie Mr. Satan. Wenn stärker Bu gerne mit dir spielen. Bleib immer bei Bu schwören, okay? So, Unschuldskanone. Warum sind hier die anderen drei noch? Ja, die anderen beiden. Was ist denn hier los? Und bitte Freezer, ruf mich. Ich komme da in dem Part nicht weiter. Ja, wenn das jetzt auch so beschissen. Wir hätten den eingeladen, ey. Ja, sie sagen, okay. Weil ich muss ich so besiegen, ist klar. Ja, wie der Treffer, wenn ich ihn wieder einsetzen. Was? Ich hab doch dich getroffen, Mann. Was? Hey. Ich hab dich doch getroffen, Mann. Ja, du wolltest den Angriff, weil ich nicht weiß. Das ist ein Angriff, mit dem ich nichts habe, weil er so kack langsam ist. Ich meine, er trifft damit. Die Angriffe, ne? Ich muss ihn wahrscheinlich wieder damit töten, ne? Ja, ist gut. Lass dich treffen von dem Scheiß. Was? Ich muss dich damit töten, oder? Ja. Der andere Bruder hat mich gar nicht angegriffen bisher. Und ich treffe wieder nicht, ist geil. Hey. Also eine gute Technik ist eine, die auch mal trifft, ne? Irgendwie kriege ich keine Technik, die so gut darin ist. Oh, jetzt mach ich doch. Oh. Also ich will hier nur weiterkommen mit dem Scheiß. So, jetzt hat das geklappt. Ja, du komm. Ja. 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 So, ich von dem Scheiß treffen. So geil. Mal einen Schritt weg und. Ja. Was er hat.
Wasser verwandelt einen in Süßigkeiten, oder? Aber ja, wer muss ich damit auch töten? Gott. Gib mir bitte anständige Attacken. Lass mich raten, deine letzte ist irgendwie diese Explosionsattacke, ne? Aus Budokai 3 und so. Ich weiß gar nicht mehr, von wo die originell ist. Aber das ist immer den so seine Ultimate gewesen. Wie das Orbiter. Jetzt müssen wir, jetzt mache ich sowieso noch Buch fertig. Nein, warum nicht? Wie war das? Hast du Sachen über Buch erfahren? Wirklich toll. Jetzt wir beste Freunde, Bu wollen immer weiter zusammen spielen. Zuerst brauchen Bu Nickerchen. Machen wir Nickerchen zusammen. Ja, so in 10 Sekunden Nickerchen. Hey, ich habe auf dich gewartet. Lass uns spielen, spielen, spielen. Bist du stärker geworden? Bu denkt das. Ich soll sagen, er ist zu stark, um ernsthaft zu spielen, weil er jemanden wehtun könnte. Aber du musst jetzt ernsthaft spielen können. Kein Problem. Hey, Bu kann es nicht erwarten. Bu spielen den ganzen Tag. Okay. Unschulds Atem, okay. Ich glaube, die, okay, die kenne ich sogar, glaube ich. Nur in so einem breiten Bereich irgendwie so angreifen, glaube ich. Meine ich. Okay, komm her. Feuer eine Ki-Explosion nach vorne ab. Wenn das der Angriff ist, von dem ich denke, welcher ist, dann stimmt das nicht ganz. Die anderen Angriffe sind ja Müll, also muss ich nur kaputt hauen bis zu dem einen Punkt. Dann setzt die Ultimate ein und dann bist du tot. Ich sagte mal, wie stark du bist. Nee, raus aus dem Wasser, wir gehen wieder rein ins Wasser. Doof. Ja, da wollte ich nicht. Wie immer. Geh weg. Ja, geil. Ja, lass ich verdammt nochmal treffen. Wollen eine Kiex für so nach vorne ab. Sag ich doch. Das, mein Gott, was haben die hier? Die haben alle. Warum stimmen die nie? Ich glaube, ich brauche 4, oder? Das macht mir wieder nicht so kompliziert. Boah. Ja, der geht mir auf die Nüsse, der Typ. Ja, ist gut, Mann. Alter. Lass ich verdammt nochmal treffen. Oh mein Gott, ehrlich? Wir wollen jetzt echt so spielen. Blöd, Mistpech. Komm her. So, oh mein Gott, war das nervige Trainingssession mit dem. Oh Gott. Meine Güte, ey. Meine Nerven. Jetzt würde ich mal gerne den Freezers Orbiter weitermachen. Aber irgendwie will er jetzt nicht. Was soll das? Oder will er jetzt? Ah, oh, sehr gut. Dann können wir da beim nächsten Mal weitermachen. Du so stark. Bu, überrascht, wie du stark geworden. Oh, weil Bu dein Trainer? Hey, ja, das ist dank Bu. Bu, so glücklich, dass du stark geworden. Bu, dich gerne unterrichten. Bu, hoffen, wir können immer weiterspielen. Ja. Ja, und als der Ding schon wieder verabschiedet. Die Internetverbindung, was hier irgendwie dauerhaft passiert. Also, ja, Jaco unterrichte mich mal. Sei mein Meister. Gut, aber ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit Freezer und dann ja, guck mal, wie es weitergeht. Was ist das da? Und dann ja. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bleibe mich alle zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.